Heute ist es wieder soweit, die Frankfurter Dippemess startet und auch diesmal findet sie auf dem Festplatz am Ratsweg statt, wie immer seit mehr als 50 Jahren. Doch im Zuge des Neubaus für die Europäische Schule, da soll die Dippemess perspektivisch an einen neuen Standort verlegt werden. Das wiederum stößt auf ein ziemlich gemischtes Meinungsbild, aber der erste Umzug für die Dippemess wäre das gar nicht. Wo die ursprünglich mal stattgefunden hat und was sonst so zur Dippemess zu erzählen gibt, darum geht's heute hier in diesem Video. Erstmal schriftlich erwähnt, da wurde die Dippemess im 14. Jahrhundert. Sie gilt als das älteste Volksfest der ganzen Stadt. In ihrer Anfangszeit, da wurde sie als Marmes, also als Mainmesse bezeichnet. Das war ein mittelalterlicher Verkaufsmarkt für alle möglichen Haushaltswaren. Da kamen Töpfer aus dem Westerwald oder auch aus Urberach und die verkauften hier ihre Produkte, eben überwiegend Geschirr aus Keramik. Und im Frankfurter Sprech, da hießen diese Produkte eben schlicht Dippe. Und unschwer zu erkennen, diese Bezeichnung gab der Messe schnell ihren Namen, die bis in die 1960er Jahre überwiegend im Römerberg ihre Heimat hatte. Doch die Dippemess, die fand da nicht ausschließlich statt. Mit dem Niedergang des Messewesens im 19. Jahrhundert und den immer mehr aufkommenden Jahrmarktsbuden und Fahrgeschäften, da wurden die damals neuartigen Attraktionen auf den Bleichgärten nahe der Konstablerwache ausgelagert. Nachdem die Zeil in den 1880er Jahren dann verlängert wurde und die Bleichgräben dadurch aufgegeben waren, da wanderten die Buden an die Ostendstraße weiter. Aber auch die Verkaufsstände der Töpfer selbst, die waren zu der Zeit nicht immer am Römerberg vertreten. So fand die Dippemess 1927 am Sachsenhäuser Ufer statt, zwischen dem Eisernen Steg und der Alten Brücke. Und oftmals seit Beginn des 20. Jahrhunderts auch zwischen der Leonhardskirche und der Fahrgasse. In den 1920er Jahren, da gab es dann seitens der Bevölkerung die Bestrebung, die Dippemess an ihren ursprünglichen Ort am Römerberg zurückzuholen und dort die Fahrgeschäfte und auch die Töpferwaren zu vereinen. So wirklich erfolgreich waren die Bestrebungen aber zunächst nicht. 1935 und 1937, da fand die Dippemess sogar in der Großmarkthalle statt. Und nach dem Zweiten Weltkrieg wurden 1953 Fahrgeschäfte am Börneplatz aufgebaut. Aber dann, 1957, da fand die Dippemess mit all ihren Facetten erstmals wieder nach langer Zeit am Römerberg statt. Und das bis 1968. Da die Fahrgeschäfte und Attraktionen aber immer größer wurden, reichte der Platz dort einfach nicht mehr aus. Und es kam zum Umzug an den Festplatz am Ratsweg, wo sie erstmals am 7. September 1968 stattgefunden hat. Und das hier wesentlich größere Areal, das führte zu einer rasanten Entwicklung. Die Dippemess wurde hier zum größten Volksfest in Frankfurt und die findet hier nun seit knapp 55 Jahren statt. Doch, das könnte sich ändern. Es gibt Bestrebungen, auf dem Festplatz einen Neubau für die Europäische Schule zu errichten. Damit einhergehen würde ein Umzug der Dippemess an das Messegelände am Rebstock. Das Stimmungsbild dazu, es ist gespalten, es scheint unklar, wie geeignet der neue Standort für die Messe wäre, aber genauso gilt das auch für die Europäische Schule am Ratsweg selbst. So oder so, heute eröffnet die Frühjahrs-Dippemess erstmals wieder an ihrem angestammten Platz am Ratsweg und dort findet sie bis zum 23. April statt. Wenn ihr dort seid, wünsche ich euch eine ganz schöne Zeit, habt viel Spaß und danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao!